herzlich willkommen heute Abend zu unserer Veranstaltung Mehr Wissen am Unispital, wo ich mich sehr freue, dass Sie so zahlreich den Weg hierher gefunden haben. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr mal eingeladen wurde, etwas erzählen zu dürfen oder erzählen zu können über Bluthochdruck. Und der Titel, der mir vorgegeben wurde, ist Bluthochdruck, eine Volkskrankheit. Mein Name ist Thilo Burkhardt, ich bin Internist und Kardiologe, arbeite auch auf der inneren Medizin, auf der Kardiologie, und so mein Hauptsteckenpferd oder meine Hauptbetätigung dann im Spital auch ist eben der Bluthochdruck von der Messung eigentlich dann bis zur Behandlung. Nun, der Titel ist natürlich ja eine Volkskrankheit. Wir können es kurz machen. Ja, ich glaube, Bluthochdruck ist exemplarisch gesehen die Volkskrankheit, die es eigentlich hat, oder der Risikofaktor, der am gewichtigsten für die Gesundheit oder die Krankheitslast innerhalb einer Bevölkerung beiträgt. Und möchte mit Ihnen mal einen kurzen Überblick machen, warum das eine Volkskrankheit ist oder sein könnte. Und wenn wir hier mal schauen, das sind Zahlen von großen Studien weltweit, wo sich auch die WHO drauf bezieht, dann sehen Sie hier mal abgebildet die Häufigkeit vom Bluthochdruck. Und Sie sehen bei den Frauen, es ist relativ große Bereiche auf der Welt, sind in einem dunkleren Rot oder in einem auch helleren Rot. Wir hier in der Schweiz, wir sind hier so in diesem Bereich vom Übergang von diesem Gelb zu Orange-Rot, was heißt, dass in der Erwachsenenbevölkerung ungefähr jede dritte Frau eine Hypertonie hat oder zu hohe Blutdruckwerte hat. Wenn wir das bei den Männern anschauen, dann sehen Sie, dass die Farbigkeit des Bildes etwas intensiver wird. Also bei den Männern sind sozusagen die Häufigkeiten von hohem Blutdruck noch mal größer als bei den Frauen. Und Sie sehen auch hier wieder, dass in Mitteleuropa so ein mitteldunkles Rot ist, dass wir bei den Männern ungefähr bei 40% sind. Das Ganze natürlich in Abhängigkeit vom Alter. In jüngerem Alter ist die Häufigkeit wahrscheinlich irgendwo zwischen 10% und 20%, wohingegen bei 70-, 80-jährigen Menschen die Häufigkeit noch deutlich höher ist als diese 40% und die Zahlen bis zu 60%, 70% oder 80% hochgehen. Also wir haben eine Situation von einer sehr hohen Häufigkeit in der Bevölkerung. Das Zweite, was mich immer sehr nachdenklich stimmt, weil die Zahlen gelten nicht nur weltweit, sondern die Zahlen gelten auch bei uns in der Schweiz oder sonst in Europa, ist, wie sind denn die Menschen mit einem hohen Blutdruck oder mit einem erhöhten Blutdruck zum einen identifiziert? Also kann man die Menschen rauspicken sozusagen? Das Zweite ist, wissen die Menschen Bescheid? Und haben je nachdem Medikamente. Und der nächste Schritt wäre natürlich, wenn jemand Medikamente nimmt, dann sollte er oder sie ja auch den Zielbereich, den empfohlenen, erreichen. Also es sind so verschiedene Abstufungen. Und wenn wir da mal schauen, das ist jetzt auch so ein Flussdiagramm von wieder allen Frauen auf der linken Seite, Männern auf der rechten Seite, die eine Hypertonie haben oder eine Hypertonie hatten zum Zeitpunkt von diesen Untersuchungen, dann sehen Sie hier, von allen, die zu hohe Blutdruckwerte haben, wissen ungefähr 40% von den Frauen und 50% von den Männern gar nicht, dass sie zu hohe Werte haben. Also sind sozusagen in dem Moment nicht unterbehandelt, sogar noch einen Schritt früher unterdiagnostiziert. Von denen Menschen, die wissen, dass sie einen erhöhten Blutdruck haben, sind ungefähr 10% nicht behandelt. Und dann haben wir die behandelt sind, und von denen, die behandelt sind, sind ungefähr die Hälfte kontrolliert.
Und Bluthochdruck oder die Bluthochdruckbehandlung ist jetzt wirklich nichts, wo man nicht schon seit Jahrzehnten Medikamente hätte, wo man bestens kennt auf dem Markt. Aber trotzdem, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Länder. Meistens ist die Therapiekontrolle, dass die Menschen, die Pillen schlucken für den Blutdruck, nicht viel, viel höher als 50 oder 60%, je nach Land. Insofern kommt zusammen, dass es eine sehr häufige Erkrankung ist oder ein sehr häufiges Problem ist, die häufig nicht diagnostiziert ist und wenn sie diagnostiziert und behandelt ist, häufig auch in einem gewissen Maß unterbehandelt ist. Jetzt kann ich gerade die Frage mal in den Raum stellen, jeder für sich. Kennen Sie Ihren Blutdruck? Wann haben Sie das letzte Mal den Blutdruck gemessen bekommen, in welchem Bereich ist der dann gewesen und hat man irgendwie drauf reagiert oder hat man gefunden, ja, das war jetzt so eine Situation, da war jetzt halt mal der Blutdruck zu hoch. Und ich möchte auf den May Measurement Month aufmerksam machen. Das ist eigentlich so eine Initiative weltweit von den einzelnen Fachgesellschaften für Bluthochdruck, dass man sozusagen den Menschen mit auf den Weg geben sollte, dass man doch im Mai mal den Blutdruck messen lässt, sei es beim Arzt, in der Apotheke, selber zu Hause, dass man innerhalb von der Bevölkerung eine Awareness sozusagen schafft, also eine Aufmerksamkeit schafft für erhöhte Blutdruckwerte, weil es eben auch was ist, was sehr gut behandelbar ist. Wichtig ist das Ganze auch, weil der hohe Blutdruck zusätzlich, dass es so häufig ist, eben auch ein ausgeprägtes Schadenspotenzial hat. Und wenn Sie hier schauen, das ist auch aus der WHO-Statistik, die wichtigsten Risikofaktoren für ein vorzeitiges Versterben, dann ist hier oben als alleroberstes der hohe Blutdruck. Und zwar in Ländern mit hohem Einkommen, in ärmeren Ländern und auch in den Ländern dazwischen, ist jeweils der hohe Blutdruck eigentlich der wichtigste Faktor. Dann kommen die anderen üblichen Verdächtigen. Das Rauchen ist der zweitwichtigste Faktor. Der hohe Zucker ist der drittwichtigste Faktor. Inaktivität, Übergewicht, Cholesterin. Sie sehen, das kann man alles so in eins schnüren, was die üblichen Herz-Kreislauf-Risikofaktoren sind, eben mit der Hauptgewichtung für den Bluthochdruck. Und wir haben natürlich auf der einen Seite Faktoren, die dann direkt beeinflussbar sind. Das Rauchen, sozusagen eine vermeidbare Ursache, zumindest ganz zu Beginn. Irgendwann wird es dann eine Suchterkrankung. Die Inaktivität ist was, wo man direkt dran arbeiten kann. Das Gewicht ist was, wo man direkt dran arbeiten kann. Und dann gibt's auf der anderen Seite die Krankheiten oder die Faktoren, die eher auch genetisch mit auf den Weg gegeben sein können. Und das wären der Bluthochdruck, die Zuckerkrankheit und das Cholesterin. Aber beides zusammengenommen sind eigentlich die wichtigsten Risikofaktoren innerhalb von der Bevölkerung für vorzeitige Erkrankungen und auch für vorzeitige Todesfälle. Und man kann hochrechnen, also habe nicht ich gemacht, haben andere gemacht, dass mehr als 10% aller Todesfälle mit durch Bluthochdruck sozusagen verursacht sind, weil natürlich über die letzten Dekaden die Herz-Kreislauf-Erkrankungen die wichtigsten Todesursachen geworden sind. Ich will jetzt also mit Ihnen vor allem mal drüber sprechen, was ist der Blutdruck, was ist dann Bluthochdruck, was sind die Symptome und die Gefahren des Bluthochdrucks und was kann man dagegen unternehmen. Zum einen für sich selber, im Lebensstil, zum anderen natürlich wie einen kurzen Ausflug, wie man es behandeln kann. Jetzt, der Blutdruck per se ist noch nichts Schädliches, den Blutdruck brauchen wir ja. Wir müssen ja irgendwie unser sauerstoffgesättigtes Blut, was in der Lunge mit Sauerstoff gesättigt wird oder angereichert wird,
über den Körper transportieren, dass wir dann im Kapillarsystem, das sind so die allerkleinsten Gefäße innerhalb von unserem Gefäßbaum und innerhalb von den Geweben, dass dort sozusagen die Zellen den Sauerstoff aus dem Blut aufnehmen können und natürlich Abbauprodukte oder auch CO2 und andere Abfallprodukte wieder abgeben können, dass das zirkuliert sozusagen. Und bei uns ist das im Körper ein System eigentlich von zwei Pumpen. Wir haben die rechte Herzkammer, die pumpt das Blut vor allem durch die Lunge. Also in der Pulmonal- oder in der Lungenarterie ist das Blut noch nicht sauerstoffgesättigt angereichert. Und die linke Herzkammer pumpt dann das Blut durch den Körper. Dadurch, dass das Herz schlägt, haben wir eben einen pulsatilen Blutfluss. Das heißt, mit jeder Kontraktion vom Herz wird Blut ausgeworfen, kommt dann in die Gefäße, die eine gewisse Windkesselfunktion haben. Und dann, wenn sich das Herz wieder entspannt, um wieder mit Blut gefüllt zu werden, schließen sich auch die Herzklappen zu den großen Arterien und das Blut wird dann durch die Windkesselfunktion oder durch die arterielle Funktion noch weiter geführt. Also wir haben diesen Puls jeweils und das ist ja das, was wir auch tasten können. Dem gegenüber gibt es zum Beispiel, wenn Menschen schwer herzkrank sind und eine Pumpe brauchen, um das Herz zu unterstützen, heutzutage auch schon Pumpen, die einen kontinuierlichen Fluss haben, wie durch eine Turbine. Aber insgesamt von der Natur aus sind wir pulsatil angelegt. Entdeckt, zumindest finden wir Europäer immer, dass das entdeckt wurde, dieser Blutkreislauf und die pulsatile Fluss vom Blut hatte Stephen Hales. Das war ein englischer Pfarrer und Arzt. Früher hat man immer mehrere Berufe dann gehabt und der hat in seinem Kirchhof Experimente gemacht mit Pferden, die dann in die Geschichte eingegangen sind und hat sozusagen Steigrohre, so Glassteigrohre in die Arterien von den Pferden eingebracht und hat dann gesehen, dass in diesem Steigrohr das Blut steigt und dass es von der Höhe her variiert. Und dass auch, wenn die Pferde verbluten oder wenn die Pferde gestorben sind, irgendwann der Blutdruck verschwindet. Damit hat er diesen Zusammenhang festgestellt. Man kann noch ein bisschen weiter zurückgehen. Chinesen waren uns etwas voraus. Da wurde schon lange vor der christlichen Zeitrechnung durch die Ärzte und den Kaiser beschrieben, dass wenn Menschen viel Salz essen, dass dann der Puls härter wird, den man testen kann. Und auch, dass der Puls dann damit zusammenhängt, dass jemand früher stirbt oder Schlaganfälle haben kann. Das ist eigentlich schon vor fast 5000 Jahren zum ersten Mal beschrieben worden, dieser Zusammenhang. Unsere Blutdruckmessung, wie wir das im Alltag so machen, die ist jetzt auch schon fast wieder über 100 Jahre alt und geht zurück auf diese Herren. Die haben das nicht zusammen entwickelt, sondern die haben das sozusagen jeweils dazu beigetragen. Das war zum einen der Herr Riva Rocchi, der in Italien unterwegs war und er hat dieses Manometer entwickelt, also diesen Schlauch, den man aufpumpt und gleichzeitig den Druck im Schlauch misst und dann verfolgen kann, wie sich dieses Quecksilber zum einen bewegt und zum anderen, wie man den Puls messen kann oder nicht messen kann. Und der Herr Korotkow war Chirurg, hat dann aber als Chirurg aus unerfindlichen Gründen entdeckt, dass wenn man eine Arterie abhört, während man den Blutdruck sozusagen misst, dass dann Geräusche auftreten, die kommen und gehen. Und dieses Kommen und Gehen von den Geräuschen hat uns ganz lange, bevor wir diese schönen Geräte gehabt haben, auf die wir nur noch draufdrücken müssen, gezeigt, welches der obere und der untere Wert vom Blutdruck ist. Und das sieht schematisch so aus. Also wenn Sie hier den Blutdruck mal haben, zum Beispiel in einer Arterie gemessen, auf einer Intensivstation und der Druck über die Zeit geht hier hoch und runter, immer je nachdem, ob das Herz gerade Blut auswirft
oder ob sich's entspannt, dann ist es so, dass wenn wir diesen Cuff, diese Manschette aufblasen, dann hat man erst weder einen Puls, noch hört man was. Und dann lässt man ja ganz langsam die Luft ab mit diesem Blutdruck, mit diesem Manometer, mit dem Druckmanometer. Und dann beginnt man, Geräusche zu hören. Und die Geräusche, die man hört, sind nichts anderes als das Blut, was durch eine etwas zerquetschte Arterie durchgedrückt wird. Und irgendwann hören die Geräusche wieder auf, und zwar dann, wenn der Blutdruck oder der Druck in dieser Manschette so gering wird, dass die Arterie wieder ganz normal entspannt ist. Und daraus ist man gekommen, dass der eine Wert, der erste Wert, wo man was hört, der obere Blutdruckwert ist oder der systolische Wert, und der andere Wert ist der diastolische, also der untere Wert. Das ist natürlich eine Methode, können Sie sich vorstellen, die so einiges an ihren Limitationen mit sich bringen kann und auch so einiges an Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Heute verwenden wir in der Klinik und auch die allermeisten Menschen, die daheim den Blutdruck messen, auch die allermeisten Hausärzte, diese elektronischen Geräte. Drückt man drauf, es pumpt auf, und hinterher merkt man ja am Arm, wie so langsam der Druck nachlässt, und wenn es dann fertig ist, dann bekommt man drei Werte üblicherweise. Der erste Wert ist das, was wir systolischer Wert nennen, das ist der obere Blutdruckwert. Zweite Wert ist das, was wir diastolischer Blutdruck nennen, das ist der untere Blutdruckwert. Und der dritte Wert, der üblicherweise dabei ist, ist die Herzfrequenz oder der Puls, und das geben praktisch alle Geräte so an. Und manche Geräte haben dann noch Erkennungen, ob der Puls jetzt ganz rhythmisch war oder ob der Puls in der Messung unrhythmisch war. Andere geben noch so eine Farbskala an, wie hoch der Blutdruck ist. Aber eigentlich sind die drei Zahlen per se die wichtigsten. Gut, jetzt ist natürlich die nächste Frage. Wir haben jetzt eine Variable, wo wir wissen, die ist da. Wir können die messen. Wir wissen, dass wir es in einem gewissen Maß brauchen zum Leben. Ohne Blutdruck kein Leben zum Schluss und keine Organfunktion. Und wir haben aber was, wo wir dann Bluthochdruck nennen. Und dafür brauchen wir eine Definition. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt in der Patientenbetreuung, auch im Verständnis. Und zwar, was ist denn dann der Bluthochdruck? Und wie kommt der Bluthochdruck dann vor, oder wie gehen wir damit um? Und ein hoher Blutdruck oder ein hoher Blutdruckwert ist eben nicht synonym oder immer gleich zu werten wie dann der Bluthochdruck. Das ist wichtig, auch wenn man daheim ist, man muss nicht bei jedem Blutdruckwert, der über 130 ist, plötzlich erschrecken, weil der Blutdruck ist eine sehr, sehr dynamische Variable, nenne ich das mal. Also der Blutdruck schwankt sehr stark im Tagesverlauf und ist auch sehr davon abhängig, was man gerade macht. Also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass wenn jemand redet, zählt, wahrscheinlich ich, wo jetzt gerade einen Vortrag halte, dass es dann sein kann oder dass es gut möglich ist, dass der Blutdruck 20 mm Hg höher ist als normal. Wenn ich jetzt üblicherweise 130 hätte und jetzt hier stehe und mit Ihnen rede und er ist 150, heißt es noch nicht automatisch, dass ich einen Bluthochdruck hätte, sondern dass ich in der Situation jetzt eben höhere Blutdruckwerte habe. Und häufig hat man ja den Bedarf. Ich erinnere jetzt zum Beispiel mal an den Sport, wo man auch einen höheren Blutdruck in der Zeit hat, in der man Sport macht, da braucht man es auch. Also wir haben das, was wir in der Medizin Physiologie nennen oder dann eben die normale Körperregulation. Und innerhalb von dieser Körperregulation oder innerhalb von der Regulation gibt es einen schleichenden Übergang vom normalen Blutdruck, hochnormalen Blutdruck, zur Hypertonie, also dann zum Bluthochdruck. Und den Bluthochdruck, den haben wir dann, wenn eben der Blutdruck in Ruhesituationen oder im Gesamtdurchschnitt erhöht ist.
Also man braucht einen gewissen Aufwand, um wirklich zu beweisen, dass jemand einen Bluthochdruck hat und nicht eine Messung zum Beispiel nach dem Treppensteigen. Ganz selten, das sind weniger als 10% von den betroffenen Menschen, können wir auch eine Ursache finden, warum der Bluthochdruck da ist. Das ist vor allem bei jungen Menschen oder Menschen mit einem sehr guten Lebensstil, wo dann trotzdem erhöhte Werte haben. Und das können zum Beispiel Hormonstörungen dann sein oder es können Durchblutungsprobleme von der Niere sein als Beispiele. Und das sind die Situationen, wo man im Gesamtkontext schauen muss, bei wem suche ich welche Erkrankungen sozusagen zusätzlich, weil es gibt Situationen, wo man durch geschicktes Diagnostizieren und durch geschicktes Suchen hinterher den Blutdruck im Prinzip deutlich verbessern kann oder wirklich ganz gezielt behandeln kann. In den allermeisten Fällen, das sind eben dann die anderen 90%, ist es eine Kombination aus den Genen, die wir mitbekommen von unseren Vorfahren, will ich jetzt mal sagen. Und da ist es auch nicht ein Gen, sondern es sind ganz viele Gene, es sind mindestens 40, 50 Gene, die an der Blutdruckregulation und am Blutdruck beteiligt sind. Und je nach Mischung von diesen Genen haben wir ein höheres Risiko, übers Leben einen Bluthochdruck zu entwickeln oder ein tieferes Risiko. Und dann kommt es natürlich ganz wichtig nochmal drauf an, was wir für einen Lebensstil haben. Also sozusagen die Genetik, die wir mitnehmen oder mitbringen und dann den Rucksack, den wir füllen mit vielleicht zu viel Salz, Übergewicht, mangelnde Bewegung. Das trägt dann alles dazu bei, dass man eine Hypertonie entwickeln kann. Ich zeige jetzt Ihnen hier mal zwei Beispiele zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Fahrradbelastungstest. Sie sehen hier das Gelbe, das ist die Belastung in Watt, die immer schwerer wird. Für den Herrn war das, der hier auf diesem Fahrrad saß und über 10 Minuten sozusagen den Berg hinaufgestrampelt ist. Und Sie sehen hier mit der roten Linie, das ist für uns alle intuitiv, wenn ich Sport mache, wenn ich mich belaste, dann geht meine Herzfrequenz hoch und zwar von 80 in dem Fall auf 140. Wenn man aufhört mit der Belastung, dann geht die Herzfrequenz wieder runter. Und beim Blutdruck ist es ein ähnliches Bild. Es war hier der allererste Blutdruck noch im Sitzen auf dem Fahrrad. Und dann mit zunehmender Belastung steigt auch hier der Blutdruck an. Hier bis zu einer Spitze von 260. Das ist wahrscheinlich zu hoch bei einer Belastung. Aber wenn man mal auf dem Fahrrad gesessen hat bei so einer Ergometrie oder daneben gestanden ist und sieht, wie manche Patienten oder manche Menschen sich an den Fahrradlenkern dann halten, um das letzte Watt rauszuholen, können Sie sich vorstellen, der Muskel wird angespannt. Der Kaff, die Manschette, muss sozusagen den Druck überwinden vom Muskel und von der Arterie. Und dann haben wir die Situation, dass es vielleicht eine falsche Messung ist. Aber auch hier schon in tieferen Belastungsstufen war der Blutdruck über 220. Also es ist eher ein bisschen überschießend, aber es zeigt schön, Blutdruck geht hoch und er geht dann auch wieder runter nach der Belastung. Oder hier ein zweites Beispiel von einer meiner Lieblingsuntersuchungen, das ist die 24-Stunden-Blutdruckmessung. Das ist so ein kleines Gerätle, das trägt man 24 Stunden mit sich und dann misst es alle 20 Minuten und in der Nacht misst es alle halbe Stunde. Es ist nicht sehr beliebt, wenn man das mal tragen muss. Ich sehe auch aus den Gesichtern, Einzelne haben schon mal das Vergnügen wahrscheinlich gehabt, das zu tragen. Aber es bringt hervorragende Ergebnisse mit sich, dadurch, dass man eben das Blutdruckniveau von einem Menschen dann kennt, über den Tag, über die Nacht. Und gerade wenn wir hier mal schauen, die allererste Messung von der Person im Spital war 150. Das wäre zu hoch. Danach pendelt sich das völlig normal ein. Hier war ein Meeting mit dem Chef. Hier auf dem Heimweg erwischt worden von der Polizei beim Telefonieren.
wobei der Anruf kam und die Frau hat einen Fahrradunfall gehabt, also gleich mehrere Stressoren, da ist der Blutdruck auf 180 und die Nacht ist wieder völlig normal. Bei diesem Mann konnten wir hinterher sagen, nee, es ist alles völlig normal in der Regulation, Sie brauchen keine Medikamente. Und dafür ist eben die 24-Stunden-Blutdruckuntersuchung extrem hilfreich. Braucht es Medikamente, braucht es keine, braucht es vielleicht mehr oder ist zu wenig? Und es ist viel hilfreicher als diese einzelnen Messungen in der Klinik. Drum verteidige ich das auch immer, wenn jemand nicht so gern die machen will. Jetzt gibt es natürlich festgelegte Grenzwerte für einen Bluthochdruck. Und das sind diese 140 zu 90 Millimeter Hg, die haben Sie sicherlich auch schon gehört, die sind in aller Munde, wenn der Blutdruck in der Arztpraxis gemessen wird. Wenn man daheim den Blutdruck misst und vielleicht hier jetzt schon mal die Notation, wenn man ihn korrekt misst, dann sollte er ein bisschen tiefer sein, dann sollten es 135 zu 85 Millimeter Hg sein. Jetzt, woher haben wir denn diese Grenzwerte? Weil ich habe ja vorhin gesagt, es ist was Kontinuierliches, der Übergang zwischen normaler Blutdruck, hochnormaler Blutdruck, Hypertonie. Und es ist ja nicht so, dass plötzlich Ding irgendeine Klingel schellt und es dann plötzlich heißt, jetzt ist eine Hypertonie. Wir haben das natürlich aus großen Studien, also aus zum einen Bevölkerungsstudien, wo man sich zum einen anschaut, wie das Risiko ist und zum anderen, wo man sich anschaut, was es bringt. Aber, und hier kommt jetzt das große Aber, man muss dann auch den Blutdruck so messen, wie man das in den Studien gemacht hat und eben die Messung ist was ganz Zentrales und darum möchte ich das hier kurz nochmal mit Ihnen besprechen, weil ich höre immer wieder und es gibt auch immer wieder Umfragen, wie Blutdruck gemessen wird in Spitälern, bei Hausärzten, bei Spezialisten, auch zum Teil bei uns in der Klinik, wo es schnell gehen muss, wo man eben den Blutdruck nicht 100% so misst, wie man ihn messen sollte und man dann auch schwieriger hat, die Entscheide zu treffen. Also üblicherweise messen wir den Blutdruck mit so einem Oberarmmessgerät ruhig im Sitzen. Es gibt Methoden, wo man sogar die Patienten ganz ruhig allein in ein Zimmerchen setzt und dann automatisch messen lässt. Wir haben unseren 24-Stunden-Blutdruck. Hier ist so ein schönes Gerätchen und Sie sehen auch auf den Fotos die Patientinnen, bei denen der Blutdruck gemessen wird, die sitzen alle relativ ähnlich, da kommt es auch drauf an. Und dann gibt es hier unten noch so neuere Messmethoden, wo immer wieder propagiert werden, wo man keine Manschette braucht und zum Beispiel an der Fingerbeere messen kann oder mit so Armbändchen, am Handgelenk messen kann. Jetzt von den Blutdruckmessgeräten her, wenn mich jemand fragt, was für ein Gerät soll ich kaufen, dann sage ich praktisch immer in einer Apotheke zum Apotheker Ihres Vertrauens gehen und ein Oberarmmessgerät kaufen, was validiert ist. Es gibt ganz viele Geräte, die man irgendwo kaufen kann, die günstig sind, die nie validiert worden sind, ob sie wirklich gescheit messen. Und natürlich bei so einem Gerät will man sich darauf verlassen, dass es richtig misst. Also Geräte müssen validiert sein. Handgelenkgeräte machen durchaus Sinn, gerade bei Menschen, die vielleicht etwas steifere Gefäße haben. Und das sind die viel älteren Menschen unter uns. Aber bei den Handgelenkgeräten gibt es noch weniger, die gut validiert sind. Insofern muss man da ganz besonders drauf schauen, dass es ein gutes Handgelenkgerät ist. Und natürlich die Profigeräte wie die 24-Stunden-Blutdruckgeräte, die sind alle eigentlich validiert und durchvalidiert. Und dann gibt es eben diese verschiedenen Uhren, das sind häufig Smartwatches, die sagen, sie können den Blutdruck messen. Oder es gibt solche Armbändchen wie das hier. Das sind jeweils direkt aus sozusagen aus den Webpages von den Herstellern genommen, die Bilder. Die sind sehr spannende Technologien, wo wir in der Klinik sagen müssen,
wir wissen noch nicht so genau, wie wir mit den Werten umgehen sollen und ob die wirklich das Gleiche zeigen wie unsere Werte, die wir kennen und von denen wir wissen, wie wir umgehen müssen. Also ob das tatsächlich dann nach einer Woche das Gleiche misst, wie wir messen würden, das ist alles noch ein bisschen Teil aktueller Forschung, wo wir auch machen. Und ja, ganz würde ich mich jetzt noch nicht darauf verlassen, was so ein Armband oder was eine Smartwatch mir sagt für die Behandlung von meinen Patientinnen und Patienten. Wenn man misst, dann soll man ganz standardisiert messen. Das müssen wir gar nicht alles angucken. Wichtig ist nur, dass Sie mal sehen, da gibt es ganz viel, die darüber geschrieben haben. Da gibt es ganz viel Voraussetzungen. Und die wichtigsten Voraussetzungen sind, auch wenn man daheim misst, man sollte ruhig sitzen, man sollte 5 Minuten Pause gemacht haben, bevor man misst. Man sollte schön sich mit dem Rücken anlehnen, den Arm locker haben und dann kann man messen und dann soll man noch ein zweites Mal messen. Und das macht man idealerweise über 3, 4 bis 5 Tage morgens und abends. Und dann macht man daraus einen Mittelwert und dann kann ich mich überreden lassen, dass man auch mal einen 24-Stunden Blutdruck weglässt. Weil dann hat man wirklich einen sauberen Überblick, wie waren die letzten 5 Tage den Blutdruck. Und ganz wichtig sind diese ersten 5 Minuten sitzen, weil ganz oft in den ersten 5 Minuten der Blutdruck von 140, 150 runtergehen kann auf 130, 120. Also wenn zu Hause messen, ganz konsequent standardisiert messen. Wir geben unseren Patientinnen und Patienten in der Blutdrucksprechstunde solche Flyer ab oder haben so vorbereitete Excel-Sheets, wo man das dann auch eintragen kann. Und lieber misst man einmal in einem Vierteljahr richtig, wie jeden Tag zu irgendeiner anderen Uhrzeit. Und die 24-Stunden-Blutdruckmessung, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist eigentlich das Ideale. Also wir haben diese Grenzwerte, gelten dann, wenn der Blutdruck korrekt in dieser Art gemessen worden ist. Beim Hausarzt oder beim Arzt sollten es nicht 2 Messungen sein, sondern sollten sogar 3 Messungen sein, wo man dann auch wieder einen gewissen Mittelwert bildet. Und so hat man dann eben auch in diesen einzelnen Studien den Blutdruck gemessen. Und ich zeige Ihnen hier jetzt mal ein Beispiel. Sie sehen hier den oberen Blutdruckwert. Sie sehen hier Blutdruckwerte von 120 bis 140. Und Sie sehen hier das Risiko sozusagen für einen Herzinfarkt. Und jede Linie ist eine andere Alterskategorie. Und man sieht, je älter man wird, desto größer wird natürlich das Risiko, weil man ja schon mehr Zeit irgendwelche Risikofaktoren aufgeladen hat. Aber Sie sehen auch hier, von 120 bis 180 ist es fast ein lineares Ansteigen vom Risiko. Je höher der Druck, desto höher das Risiko. Daraus kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, 140 ist die Grenze, weil der mit 130 hat auch ein höheres Risiko wie der oder die mit 125. Und dann gibt es auf der anderen Seite, hat man sich sozusagen wie über die letzten 50 Jahre heruntergetastet, ab wann bringt es denn was zu behandeln? Und dann die ersten Studien in den 80er Jahren hat man Patienten genommen mit einem Blutdruck über 160, über 170 und hat gesehen, oh, wenn man denen den Blutdruck senkt, hat es weniger Schlaganfälle, weniger Herzinfarkte, hat man weitergeschaut. Wie ist bei 150, wie ist bei 140? Und wenn man dann in die tieferen Bereiche kommt, dann ist es plötzlich so, dass die Medikation weniger Effekt hat oder auch irgendwann kaum mehr einen Effekt hat. Ich zeige Ihnen hier zum Beispiel mal was. Das sind 400.000 Menschen, die wegen einer Hypertonie behandelt werden. Es ist hier auch wieder aufgetragen, sozusagen das Risiko, schrittweise von doppeltes, dreifaches, 4-, 5-, 6-, 7-faches Risiko. Und hier von den Blutdruckwerten. Und dann sehen Sie, ideal, der tiefste Punkt ist irgendwo bei Blutdruckwerten unter 140 bis irgendwo um die 120. Wenn man höhere Werte hat, ist das Risiko höher. Das ist jetzt Versterben und Niere. Und wenn man zu
tiefe Blutdruckwerte hat, dann kann das Risiko auch wieder ansteigen. Und zu tiefe Blutdruckwerte, aber vor allem, wenn es Menschen sind, die zu tiefe Blutdruckwerte unter Therapie haben. Also wir haben wie so ein Art Therapiefenster. Wenn jetzt eine 20-jährige Frau einen Blutdruck hat von 105, üblicherweise ohne Medikamente und sich wohlfühlt, dann ist die nicht in einem zu tiefen Bereich, sondern dann ist es ihre normale Physiologie. Aber wenn ich jetzt bei einem 80-jährigen Menschen den Blutdruck vielleicht mit Medikamenten auf 105 runterdrücke, dann ist es vielleicht zu viel des Guten. Jetzt, was sind Symptome und Gefahren vom Bluthochdruck? Und hier sehen Sie die Symptome. Die sind relativ wenig. Also man spürt lange nichts, vor allem wenn man in einem Bereich ist von so 140, 150, 160, vielleicht hat man mal ein bisschen mehr Kopfschmerzen, so ein gewisses Rauschen im Kopf, Unwohlsein, Schwindel, aber sind die wenigsten Patienten, die zu mir in die Praxis kommen und sagen, ich habe das und das, das muss mein Blutdruck sein. Sondern es ist eher, dass man diesen Messwert hat oder dass man schon irgendwo, wenn man sehr hohe Werte hat, 180, 190, dass man dann Kopfweh hat. Häufig hat man dann eben eine erste Diagnose vom Bluthochdruck, dann, wenn eigentlich das Kind in der Brunne gefallen ist. Also mit einem Herzinfarkt, zusammen mit einem Schlaganfall, mit Durchblutungsstörungen am Herz, Herzrhythmusstörungen oder mit einer Herzschwäche. Das ist natürlich nicht der Punkt, wo ich üblicherweise am liebsten die Hypertonie diagnostizieren würde. Und drum muss man auch nochmal überlegen, was macht die Hypertonie? Und die Hypertonie macht eben an ganz vielen Organen, sage ich mal, steter Tropfen hüllt den Stein, langsam, langsam, langsam die Überbelastung. Das macht sie an den Gefäßen, da ist ein Treiber von der Arteriosklerose. Das macht es am Herz, das sind natürlich auch Gefäße, am Gehirn sind Gefäße, beim Auge, bei der Niere, also überall, wo im Körper Gefäße sind, können die Gefäße geschädigt werden. Und das beginnt dann irgendwo mit nur kleineren Veränderungen im Bereich von der Gefäßinnenschicht, bis es dann so ganze Ablagerungen hat, Engstellen hat. Und wenn die Engstellen aufreißen, dann kann eben der Schlaganfall oder der Herzinfarkt da sein. Sind aber nicht alle von diesen Folgeschäden, die ich jetzt gesagt habe, vergesellschaftet dadurch, dass die Blutgefäße nur betroffen sind, sondern gerade zum Beispiel am Herz ist es so, dass durch diese ganze Überbelastung vom Herz werden die Herzwände dicker. Dort, wo die Herzwände dicker werden können, kann es mehr Bindegewebe geben, weil der Körper denkt, er muss es robuster machen sozusagen. Wenn mehr Bindegewebe da ist, kann es mehr Herzrhythmusstörungen machen. Also Vorhofflimmern zum Beispiel ist eine ganz klassische Folge von Bluthochdruck. Und dann gibt es auch Veränderungen im Hormonsystem, die das Ganze weiter treiben können. Also es ist vor allem auf die Gefäße, aber natürlich auch auf viele andere Punkte. Und zusammengenommen sind wir wieder an dem Punkt, wo ich es wieder sagen kann, Volkskrankheit, wichtigster Risikofaktor für vorzeitige Krankheiten. Eben das, was wir jetzt durchgeschaut haben, von den Sehstörungen über die Niere. Ganz bevor wir die Therapien hatten für die Hypertonie, war der wichtigste Faktor, warum jemand wirklich eine Niereninsuffizienz hatte oder an die Dialyse musste, der Bluthochdruck. Das ist zum Glück jetzt nicht mehr so, aber eben für Herzinfarkt, Schlaganfall und für Gefäßveränderung ist immer noch der wichtigste Grund. Was kann man dagegen unternehmen? Und jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten, weil man kann ganz viel dagegen unternehmen und wir haben eigentlich über die letzten Jahrzehnte oder über die letzten 50 Jahre ein Sammelsurium von wirklich gut verträglichen Medikamenten mit einem geringen Nebenwirkungsspektrum, aber es sind nicht nur die Medikamente. Im Prinzip als erstes, was immer die Basis von der Behandlung sein sollte, ist der Lebensstil. Und da hatte der gute Mann schon recht, als er gesagt hat, die Gesundheit zu erhalten, nicht bis zur Sättigung essen und sich vor Anstrengungen nicht scheuen. Das sind schon zwei von den wichtigsten
Lifestyle-Faktoren. Wenn man sich überlegt, was sind die wichtigsten Regeln für ein herzgesundes Leben, dann ist die gesunde Ernährung, die regelmäßige Bewegung, das Nichtrauchen, nur moderat Alkohol trinken und auf ein normales Körpergewicht abzielen. Und wenn man diese 5 Faktoren beherzigt, hat man einen riesigen Vorteil gegenüber Menschen, die alle Faktoren sozusagen erfüllen. Der Nutzen von der Behandlung ist relativ groß. Wenn man den Blutdruck um 10 mmHg senken kann, dann kann man das Risiko von einem Menschen, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, um 20% senken. Und wenn man sich dann überlegt, dass jemand einen Ausgangswert von 160 hat und man senkt den Blutdruck auf 130, dann hat man doch eine sehr große Risikoreduktion, die das mit sich bringt. Lebensstil will ich jetzt nochmal herausstellen. Das ist wirklich fürs Individuum, aber auch innerhalb von einer Bevölkerung ist sozusagen dieser Fokus, die Aufklärung, vielleicht auch mal eine Maßnahme, die ganz speziell ungesunde Lebensweisen oder ungesunde Ernährung etwas verringert, eine sehr erfolgreiche Behandlung für eine Präventionsstrategie. Und das sind eben die wichtigsten Punkte eigentlich für den Blutdruck, ist die Bewegung. Wir sollten 3 bis 4 Mal die Woche eine halbe Stunde Bewegung haben, aber es reichen eigentlich schon 10 Minuten am Tag, zügigeres Gehen oder sich etwas mehr belasten, dass man einen Nachweis auf die Gesundheit nachweisen kann. Es gibt viele angelsächsische Länder, die diese 10 Minutes per Day propagieren, als wirklich in den Alltag einarbeiten. Die Ernährung, und bei der Ernährung sind es vor allem Ernährungsmuster, da ist die mediterrane Ernährung ganz hoch im Kurs mit guten Ölen, mit viel Gemüse, vielleicht Fisch, Hühnchen, weniger Kohlenhydrate. Es ist die Salzreduktion, gerade auf Bevölkerungsebene auch, vielleicht auch mit Limiten, wie viel Salz tatsächlich erlaubt ist in Nahrungsmitteln, die fertig verkauft werden. Das sind so die Salztreiber sozusagen. Und es ist das Gewicht. Und alle diese einzelnen Maßnahmen sehen nach nicht ganz so viel aus. Salzarme Ernährung, 5 mm Hg Blutdrucksenkung, Gewichtsabnahme 6, 7, körperliche Aktivität 5 mm Hg Blutdrucksenkung. Aber das Ganze addiert sich hoch und es ist so viel, wie eigentlich auch bei einem Medikament primär mal zu erwarten ist. Ein Medikament in einer mittleren Dosis senkt den Blutdruck auch nicht viel, viel größer. Also es ist was Additives und hat einen Einfluss nicht nur auf den Blutdruck, sondern auch auf den Zucker, auf den Knochen, auf die Beweglichkeit. Also Lebensstil, ganz wichtig. Für den Blutdruck oder für die Blutdruckbehandlung ist das Konzept auch relativ einfach. Es gibt 3 Medikamentenklassen oder 3 Medikamentengruppen, die sozusagen als Erstlinienmedikamente angesehen sind. Und idealerweise beginnt man die Therapie schon mit einer Kombination von 2 von diesen Medikamenten in einer kleineren Dosierung. Und ganz idealerweise kombiniert man die in eine Tablette. Da gibt es verschiedene Kombinationspräparate auf dem Markt. Das sind ganz oft, wenn man das mit Patienten bespricht, Vorbehalte, ja, da muss ich ja gerade schon 2 Medikamente nehmen oder sogar 3 Medikamente nehmen. Bin ich jetzt schwerer krank? Nee, der Vorteil ist, wenn ich 2 Medikamente in einer kleinen Dosierung kombiniere, dann habe ich von beiden Medikamenten schon mal eine ganz ordentliche Wirkung und ich habe bei beiden Medikamenten ein geringeres Nebenwirkungsrisiko. Wenn ich ein Medikament verdoppel, dann verdoppel ich nämlich nicht die Wirkung vom Medikament, sondern ich kriege vielleicht 20% zusätzliche Wirkung, aber ich verdoppel mein Risiko für Nebenwirkungen.
Insofern schlägt man mit einer Kombination zwei Fliegen mit einer Klappe. Man hat eine bessere Wirkung und man hat weniger Nebenwirkungen. Und wenn man es dann noch gescheit kombiniert, kann man sogar zwei Medikamente miteinander kombinieren, wo sich gegenseitig die Nebenwirkungen reduzieren können. Es gibt zum Beispiel Medikamente, die haben spezielle Gründe, warum sie eine Beinschwellung machen können. Die Beinschwellung geht wieder weg, wenn man es aufhört, aber es ist natürlich nicht angenehm. Und wenn man das mit einem anderen Medikament gescheit kombiniert, dann kann man das Risiko von diesen Beinschwellungen mehr als halbieren oder zu drei Viertel senken. Insofern sollte man frühzeitig mit einer Tablette beginnen, die aber zwei Wirkstoffe hat. Und dann wird man kombinieren mit einer, oder wird man steigern auf eine Tablette, die drei Wirkstoffe hat. Und wenn man damit nicht hinkommt, dann muss man nochmal nachdenken, dann muss man vielleicht nochmal ein bisschen erweitert abklären. Und hinterher kann man dann die zweite Tablette dazugeben. Funktioniert aus meiner Sicht eigentlich recht gut. Und funktioniert eigentlich so gut, dass in Studien 8 von 10 Patienten den Zielwert mit dieser einen Tablette schon erreichen können. Also es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass so eine Dreierkombinationsbehandlung man bei 8 von 10 in diesen Bereich vom Ziel, vom Blutdruckziel kommt. Jetzt, was ist Blutdruckziel? Das Blutdruckziel wäre bei allen Menschen immer noch primär unter 140/90 und bei jüngeren Menschen mit einer guten Nierenfunktion, die Medikamente gut vertragen, nicht zu viele Pillen haben, wäre es 120/130, 70/80. Also die jüngeren Menschen wird man noch ein bisschen schärfer einstellen, alle aber erstmal überhaupt unter 140/90 bringen. Jetzt, was wäre, wenn wir 90% der Menschen den Blutdruck kontrollieren könnten? Ich habe ja vorhin gesagt, wir hängen irgendwo bei 50%, wo wirklich die Therapie so anschlägt, dass der Blutdruck kontrolliert ist. Und da gibt es eigentlich eine von meinen Lieblingsdaten oder von den inspirierenden Daten, weil es gibt so ein Versorgungsnetzwerk in den USA, die haben ein Hypertonieprogramm eingeführt im Jahr 2000, weil sie auch damals gesehen haben, dass die Hypertoniekontrolle in diesem Versorgungsnetzwerk, wo gleichzeitig auch Versicherer war, natürlich kann man die Kosten senken, wenn man weniger Herzinfarkte oder Schlaganfälle hat, haben sich überlegt, wir wollen ein Programm auflegen, damit wir die Therapiekontrolle verbessern. Und dieses Programm war weniger, wir brauchen 5 neue Medikamente, wir brauchen einen neuen Katheter, wir brauchen noch dieses oder jenes, sondern dieses Programm war eigentlich ein standardisiertes Management, wie wir verwenden Kombinationspillen, wir verwenden Singlepillen, wir tun die Menschen regelmäßig aufbieten, wir schauen, dass spanischsprachige Patienten von spanischsprachigen Ärzten behandelt werden. Also alles Maßnahmen in einem Behandlungsprogramm, die man umsetzen kann. Und die haben innerhalb von 13 Jahren ihre Blutdruckkontrolle auf 90% gebracht. Mit diesen Maßnahmen und mit dieser konsequenten Behandlung. Und sie konnten zeigen, dass über die Zeit in ihrem Netzwerk ein Viertel weniger Herzinfarkte aufgetreten sind. Das ist natürlich eine Assoziation sozusagen. Man weiß nicht, was die noch alles so gemacht haben über die Zeit, aber es hat mit dieser Einführung und mit dieser besseren Blutdruckkontrolle ging es einher, dass die Herzinfarktraten runtergingen. Das Zweite, wo sie sich angeschaut haben, und zwar nicht in Southern California, sondern in Northern California, war, dass sie die Schlaganfälle sich angeschaut haben und auch die Schlaganfälle sind deutlich runtergegangen, gerade die Sterblichkeit von den Schlaganfällen, das ist die blaue Linie hier unten, um fast 40%. Und gerade beim Schlaganfall weiß man, dass dieser Zusammenhang zwischen wie hoch ist der Blutdruck und Blutdrucksenkung relativ steil ist. Also bei vielen Blutdruckstudien, das erste, wo man profitiert bei einer Blutdrucksenkung, ist der Schlaganfall. Das Wichtigste, neben dem, dass man gescheit misst,
eine individuelle Kombination dann hat, ist der Ball dann wieder bei Ihnen, und zwar, das ist die Einnahmetreue. Blutdruckmedikation ist eine langfristige Medikation. Das ist sozusagen wie einzahlen in die Rente und nicht mal ein Päckchen nehmen und vielleicht mal dann ein Päckchen nicht nehmen. Auch nicht messen und wenn er hoch ist, nehmen, und wenn er dann mal 3 Tage gut ist, nicht mehr nehmen. Da gibt es ganz verschiedene Studien und Analysen, wie verschiedentlich Medikamente genommen werden, sondern eigentlich ist das Ziel von uns, eine Therapie zu finden, wo man gleichmäßig einnehmen kann, wo gut vertragen wird und wo dann mit der gleichmäßigen Therapie der Blutdruck sozusagen, wenn man so einen 24-Stunden-Blutdruck anschaut, das Niveau von da oben ein Stück nach unten geschoben wird. Und dann bleibt es natürlich auch mit den normalen Schwankungen, dann ist mal ein Blutdruckwert dabei, wenn man so ein Blutdruckprofil anschaut, der auch mal 110 ist, aber es ist auch mal wieder ein Wert dabei, der 150 ist. Aber man hat dann im Mittel einen guten Wert. Und das steht und fällt dann eben auch mit der Einnahmetreue. Und ich versuche meine Patienten und Patientinnen immer dazu zu motivieren, dass, wenn irgendwas mit der Medikation halt nicht so läuft oder wenn sie was nicht ganz gut vertragen, dass wir erst darüber sprechen, bevor man dann was ändert, und dass man sozusagen offen darüber spricht, auch wenn Tabletten vergessen werden oder wenn ein Tablettenschema zu kompliziert ist, dass es nur vergessen gehen kann sozusagen. Das ist immer besser, wo man was ändern kann, wie wenn ich denke, ah ja, jetzt sind es halt 3 Mittel, jetzt schreibe ich noch ein 4. auf. Gut, eben. Zusammenfassend, die Therapie ist langfristig ausgelegt. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis von den Medikamenten ist hervorragend. Das wissen wir, wir kennen die über Jahrzehnte. Wichtig, die Einnahmetreue. Also korrekt, regelmäßig die Medikamente nehmen. Kombinationen, wenn man tiefe Dosierungen kombiniert, hat man eine bessere Wirkung und weniger Nebenwirkungen, wie wenn man denkt, man muss einzelne Medikamente immer voll ausreizen. Gibt natürlich Situationen, wenn jemand noch zusätzlich zum Beispiel eine Herzinsuffizienz hat, dass man ein spezielles Medikament ganz speziell individuell in einer hohen Dosierung haben will. Aber bei einer normalen, sage ich jetzt mal, Hypertonie, ist es so um besser, und so wenig wie möglich Tabletten einnehmen müssen. Wahrscheinlich wäre das Ziel vom Patient, von der Patientin, ist natürlich auch mein Ziel, weil ich dann weiß, dass alles einfacher ist. Und da können wir eigentlich heutzutage 4 sehr gut wirksame Substanzen in 2 Pillen verschreiben. Dann gibt es eben noch diese Sonderfälle. Das sind die 10% von den Patienten, wo man ganz speziell suchen muss, wo man speziell schauen muss, wo man auf dem Behandlungspfad schon je nachdem Hinweise bekommt aus Blutwerten oder irgendwas, dass noch eine spezielle Form von der Hypertonie vorliegen kann. Bei denen kann man natürlich auch wirklich ganz spezieller behandeln. Das sind vor allem Patienten, junge Patienten oder Patienten, wo plötzlich der Blutdruck wieder ansteigt oder wo man wirklich mit Einnahmetreue, mit raffinierten Kombinationen den Blutdruck nicht ins Ziel bekommt. Aber es ist eher die Ausnahme als die Regel. Damit wäre ich am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit, und dann hätten wir noch Zeit für Fragen. Ja. Schöne Frage. Was macht man, wenn jemand schon beim weißen Kittel oder schon beim gedauerten Blutdruck zunächst einen zu hohen Blutdruck hat? Ja, das ist eine gute Frage. Und die Frage ist dann natürlich immer, ist es tatsächlich so eine Weißkittel-Situation oder sind die Blutdruckwerte tatsächlich zu hoch? Wir haben noch eben Varianten, wo man Blutdruckmessgeräte nehmen kann, die eben die Manschette nicht brauchen. Die am Finger messen mit so ein bisschen Einschränkungen der Methode, wo aber als Mosaikstein helfen können. Und wir können den Umweg gehen und schauen, ob
Endorganschäden, frühzeitige Endorganschäden da sind, wenn jetzt jemand Augenhintergrundveränderungen hat, wo zum Bluthochdruck passen, vielleicht eine etwas Vergrößerung am Herz oder eine Eiweißausscheidung in der Niere, wo man häufig als Endorganschaden an der Niere sieht, wenn das vorhanden ist, dann ist es wahrscheinlich nicht nur eine Weißkittelhypertonie, sondern auch am Rest vom Tag, wenn ich gerade nicht den Blutdruck messe, zu hoch. Und dann muss man über den Umweg schauen, ob man dann halt trotzdem eine verträgliche Medikation findet. Aber ich glaube, das sollte man sicher, das ist immer das Erste, was gesagt wird, dass es auch Weißkittelhypertonie sein könnte, das sollte man wirklich schauen, finde ich im Körper Hinweise drauf, dass der Blutdruck tatsächlich auch schon was verändert hat. Ja. Was zu dem Fall? Sie haben ja erwähnt, dass man zweimal am Tag messen soll daheim. Ja. Und wenn man so jede Woche dreimal misst, morgens, mittags und abends, dann hat man einen schönen Schnitt und das notiert, dann sieht man, wie es sich über die Dauer auswirkt. Ja, eben drum auch diese Ruhezeit vorher, das wirkt auch dagegen und drum dieses regelmäßige Messen. Ich bevorzuge jetzt morgens und abends, den Mittagdruck brauche ich nicht zwingend und dann aber auch lieber mal konsequent eine gewisse Zeit messen und dann kann man auch mal, wenn es gut war, kann man 2, 3, 4 Monate mal nicht messen, weil ganz so schnell verändert sich der Blutdruck auch nicht immer. Es ist irgendwann eine stabilere Situation, ja. Das ist meines Erachtens Methode, dann fällt auch der Weißkittel-Effekt weg. Aber es gibt Menschen, die wirklich, also das können wir auf der Intensivstation, könnte man das theoretisch messen mit einem Katheter, wo mit diesem Aufblasen wie schon so eine Alarmreaktion kriegen, dass dann gerade die Herzfrequenz und der Blutdruck hochgeht. Da muss man dann ein bisschen tüfteln, da kann man sich auch dran gewöhnen. Also das hören wir immer wieder. Ja, aber eben häufig ist dann trotzdem auch ein Blutdruck da. Ein Bluthochdruck. Ein Blutdruck muss ja da sein. Ich habe eine Frage. Muss man rechts oder links messen? Weil ich habe schon gemerkt, einmal ist es verschieden hoch, diese Messe. Also idealerweise wenn man das erste Mal sozusagen der Arzt den Bluthochdruck diagnostiziert oder feststellt, sollte man mal an beiden Armen gemessen haben. Idealerweise gleichzeitig, weil wenn man so je nachdem nacheinander misst und das Ganze langsam macht und je nachdem steht nochmal jemand auf, macht hoch, sitzt wieder hin, dann hat man wieder Fehlerquellen drin und dann nimmt man den Arm, wo der Blutdruck höher ist, um dann hinterher immer wieder zu messen. Wenn es mehr als 20 Unterschied hat, dann schauen wir doch nochmal, ob mit den Blutgefäßen alles in Ordnung ist. Es gibt Situationen, wo es Veränderungen gibt in der Hauptschlagader oder wo es Veränderungen gibt in den Blutgefäßen, wo dann die Arme oder das Gehirn versorgen, wo es eben dadurch eine Asymmetrie gibt. Das machen wir dann aber so ab 20 Unterschied. Und sonst den Arm nehmen, der höher ist. Ja, ich habe ein oder zwei Fragen. Und zwar, ich stelle bei mir fest, ich messe meinen Blutdruck und ich habe zwei Oberarm-Messgeräte. Darum messe ich auch gleichzeitig links und rechts miteinander. Und was mir aber auffällt, und das ist bei meiner Ärztin auch, und sie haben es auch gesagt, also einmal messen, lieber zweimal oder dreimal. Bei mir fällt eben auf, wenn ich bei mir messe, dass es immer hoch anfängt und nach dem zweiten, dritten Mal, also immer runtergeht und dann pendelt sich das ein. Frage, ja. Warum fängt das, ist das nur bei mir der Fall, warum fängt das immer so hoch an und pendelt sich dann ein und wird tiefer, oder dieser Blutdruck? Also ich rede jetzt hauptsächlich vom oberen natürlich. Wie lang warten Sie denn vor der ersten Messung?
Also ich sitze am Esszimmertisch und ich gucke auch darauf, dass ich ein bisschen länger sitze, weil ja vorher dann, und dann messe ich und dann warte ich vielleicht 30 Sekunden und dann messe ich wieder, oder? Und nochmal 30 Sekunden, dann messe ich wieder, ja, oder? Das ist eine ganz normale Reaktion. Wir haben das bei uns mal in einer Studie gemacht. Da haben wir wegen was anderem bei 1000 Menschen 4 Blutdruckmessungen gemacht, wirklich nach 5 Minuten sitzen und dann wiederholt gemessen, und wenn man einfach den ersten Wert vergleicht mit dem Durchschnitt vom zweiten und dritten Wert, so wie man es machen soll, Durchschnitt, zweiter, dritter Wert beim Arzt, dann hat ein Viertel von den Patienten mindestens einen Unterschied von 5 mm Hg. Und viele haben sogar noch 10. Also es ist ein relativ übliches Muster, dass die erste Messung höher ist und dann geht er runter und dann geht's auf so eine, wie so ein Plateau. Es gibt einzelne Menschen, die hat Mao in der Studie gesehen, die steigen von Messung zu Messung an. Die sind dann wohl wirklich gestresst dabei. Das ist dann eine individuelle Reaktion. Aber die allermeisten entspannen sich über die Zeit. Und das ist auch sowas, wenn Sie jetzt erst am einen Arm messen, dann das Gerät abmachen, dann am anderen Arm messen und es hat einen Unterschied, dann kann es natürlich gerade sein, dass Sie in dieser Phase sind, wo der Blutdruck eh runtergehen würde. Und so eben. Das ist völlig normal. Drum ruhig sitzen, mehrere Male messen, Mittelwerte machen. Und noch eine andere Frage. Noch eine zweite. Eine Pille nehmen, eine Blutdruckpille. Ja. Wie schnell wirkt die? Also ich nehme die am Morgen, wirkt die dann schon am Tag, oder man hört auch, dass man da schon braucht 2, 3, 4 Wochen Einpendlungszeit, oder wie ist das? Das kommt ganz auf den Wirkstoff drauf an. Es ist so, dass die meisten Medikamente haben nach 2 bis 4 Stunden innerhalb vom Tagesverlauf die größte Wirkung. Es gibt Medikamente, die wirken recht gut über 24 Stunden. Bei den klassischen Substanzen hat man so 4 Wochen, bis sich wirklich das Blutdruckniveau ganz eingependelt hat, wieder neu. Und dann gibt's Medikamente wie Spironolakton, wo man auch mal 2 bis 3 Monate warten muss, weil die einen gewissen Einfluss auf Hormonsysteme haben, bis sich das so ein Steady State wieder entwickelt hat. Üblicherweise, wenn man misst, morgens die morgendlichen Messungen eigentlich noch vor der Medikation, dann hat man so wie das Ende von der Wirkung, und abends immer zu einer ähnlichen Zeit, wenn man abends auch Medikamente nimmt, auch vor der Medikation. Und ganz ideal, wenn ich einen 24-Stunden-Blutdruck machen darf, dann sehe ich das ganze Muster inklusive der Wirkung und inklusive der Nacht. Die nächtlichen Werte sind besonders wichtig. Zwar hier noch eine Frage. Eine, ja, Anschlussfrage an den Stress, den Sie erwähnt haben. Der gehört ja auch zum Lebensstil. Ja. Und wie ist da der Stellenwert? Ist das je nachdem der Hauptfaktor? Also es gibt immer wieder Untersuchungen, die zeigen, dass es Assoziationen gibt zwischen Stress und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch zwischen Stress und erhöhten Blutdruck. Es gibt dann natürlich die Geschichten, kann nicht jeder die Arbeit kündigen, nur weil er tagsüber einen hohen Blutdruck hat, sondern dann braucht es halt je nachdem doch, wenn jemand so vegetativ geladen ist, auch Medikamente. Und es gibt auch Daten, die zeigen, dass zum Beispiel ein Yoga einen positiven Einfluss haben kann auf den Blutdruck, oder auch Entspannungsübungen, gerade wenn der Blutdruck oben rausschießt, dass das auch helfen kann. Ja, also Stressreduktion, ein Wort, was auch in aller Munde im Moment ist, ist Achtsamkeit, ein Achtsamkeitstraining. Das kann auch Einfluss haben, wenn nicht zwar immer ganz rechnerisch auf den Blutdruck, aber dann je nachdem auf die Lebenszufriedenheit. Ja, noch eine letzte Frage. Wie wirkt sich der Morgenkaffee auf den Blutdruck aus? Sollte man so vor oder nach dem Frühstück? Ja, eigentlich soll man ja eine halbe Stunde nach einem Kaffee nicht den Blutdruck messen, weil man wohl schon Daten hatte, dass der Blutdruck der Kaffee eher den Blutdruck erhöhen kann und die Herzfrequenz. Es hat jetzt wieder neuere Studien gehabt, wo den Kaffee ein bisschen freischreiben sozusagen und auch zum Teil eine gesundheitsfördernde Wirkung je nach Menge zuschreiben. Aber ich würde jetzt auch eher noch
vorm Kaffee messen. Und eigentlich an die Raucher, das Rauchen erhöht den Blutdruck auch, eigentlich sollte man auch nicht direkt nach einer Zigarette den Blutdruck messen. Idealerweise hört man mit dem Rauchen auf. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, kommen Sie gut heim, bleiben Sie gesund und nutzen Sie den Mai für eine Blutdruckmessung.